In Berlin-Zehlendorf hat Nathalie Wirth 6 Jahre lang als Haushälterin für den schwerkranken Anton Reetzmann gearbeitet. Vor 5 Tagen ist der 73-Jährige an einem Herzinfarkt gestorben. Für die alleinerziehende Mutter und ihren 13-jährigen Sohn Paul ist das ein schwerer Verlust. Sie mochten den alten Mann sehr gerne und hatten ein herzliches Verhältnis. Mutter und Sohn durften sogar in der kleinen Einliegerwohnung in seinem Haus wohnen. Heute nehmen sie am Sarg Abschied. Sind wir denn die Einzigsten hier? Anton hatte doch Kinder. Wo sind die denn? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich verstehe das auch nicht, warum keiner gekommen ist. Aber da hinten in der Reihe sitzt noch jemand. Vielleicht ist das ja sein Sohn. Wir gehen. Ja? Guten Tag. Mein Name ist Andreas Winkel. Ich bin der Notar des Verstorbenen. Ach so, und ich habe schon gedacht, Sie sind der Sohn, der Richard. Nein, nein. Ich bin Nathalie Wirth, ich war seine Haushälterin. Der junge Mann? Das ist mein Sohn Paul. Hallo Paul. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, freut mich ebenso. Ich bin nicht nur der Notar des Verstorbenen, Frau Wirth, sondern ich kümmere mich auch um das Kondolenzbuch. Ja. Und ich wollte Sie sehr gern bitten, sich dort einzutragen. Ja, es ist ja sonst auch keiner weitergekommen, ne, von den Angehörigen. Ja, das, gerne. Das wäre schön. Sonst ja. Liebe ist ja für dich leer. Nathalie und Paul sind die einzigen Trauergäste. Die 3 Kinder von Anton haben sich schon zu Lebzeiten nicht um den Vater gekümmert und lassen sich auch heute nicht blicken. Gut, dass sich Frau Wirth noch in das Kondolenzbuch eingetragen hat. Sie kann es jetzt noch nicht wissen, aber diese Unterschrift wird noch viel in ihrem Leben verändern. Zwei Wochen später ist die Testamentseröffnung von Anton. Nathalie ist überrascht, dass sie auch zum Gericht bestellt wurde. Sie trifft dort neben Notar Andreas Winkel auch auf die Kinder des Verstorbenen. Sabine Kellner, Theresa und Richard Reetzmann, die überrascht sind, die Haushälterin hier zu sehen. Mein Vater wird Ihnen doch wohl nichts vererbt haben, oder wie? Ach so, dann sind Sie Richard, der Sohn. Ja, genau. Ja. Ich würde jetzt gerne das Testament eröffnen. Da wird sich sicherlich alles aufklären. Bitte setzen Sie sich. Wie ich bereits angekündigt hatte, hatte Ihr Vater neben dem schriftlichen Testament auch eine Videobotschaft hinterlassen für Sie alle. Und die würde ich Ihnen jetzt gerne vorspielen. Rechtspfleger Thomas Schwarz stellt die DVD an und alle sind gespannt, was Anton ihnen zu sagen hat. Hallo Kinder, unser Verhältnis war nicht das Beste, das wisst ihr. Aber in den letzten Jahren habt ihr mich völlig ignoriert und das hat mir sehr weh getan. Ich werde deshalb mein gesamtes Vermögen an diejenigen vererben, die auf meiner Beerdigung anwesend waren und sich auch ins Kondolenzbuch eingetragen haben. Da ich davon ausgehe, dass ihr nicht da wart, werde ich meine Kinder enterben. Somit bekommt keines der Kinder das Haus und vom Vermögen nur den Pflichtanteil. Theresa ist fassungslos. Das ist doch wieder so ein fieses Spiel von dem Alten. Das wollt ihr doch bestimmt wieder so. Und damit sind Sie Frau Wirth Alleinerbin. Wie? Ich soll das alles erben? Aber das ist doch Wahnsinn. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Das kann doch nicht rechtens sein. Wir kennen die Frau gar nicht. Da könnte ja jeder kommen. Stimmt. Da hätte jeder kommen können. Auch Sie. Aber glauben Sie mir, Ihr Vater, der wusste schon genau, was er damals tat. Das gibt's doch nicht. Wussten Sie etwa davon? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja selber völlig überrascht. Wir werden das auf jeden Fall anfechten, dieses Testament. Schließlich geht es hier um sehr viel. Um wie viel geht es überhaupt? Also aus den Unterlagen geht hervor, dass Ihr Vater neben dem Hausgrundstück und den sich dafür wesentlichen Werten 50.000 Euro in bar hinterlassen hat. Was? Und das soll die jetzt alles in den Rachen geworfen bekommen? Ich glaub's jetzt nicht. Klar wusste ich, dass Anton zu seinen Kindern wirklich keinen guten Draht hat. Aber dass er jetzt mir alles vererbt, das muss ich erst mal sacken lassen. Auf der anderen Seite wusste er natürlich auch von meinen ganzen Problemen, die ich habe mit den Schulden. Und als alleinerziehende Mutter mit meinem Sohn, der wollte mir bestimmt helfen. Da muss ich jetzt erst mal eine Nacht drüber schlafen. Nathalie will das Erbe antreten. Sie weiß aber, dass es ein steiniger Weg wird, weil Antons Kinder das Testament anfechten werden. Deshalb trifft sie sich am nächsten Tag mit Anwältin Brigida Braun im Haus des Verstorbenen. Fast zur gleichen Zeit erscheinen auch die Geschwister Theresa, Sabine und Richard mit ihrem Anwalt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rechtsanwältin Braun. Ich vertrete Frau Wirth.
Die Erbin und Sie sind? Ja, schönen guten Tag, Frau Braun. Mein Name ist Wichert. Sie sind Kollegen? Ja, ich vertrete diese drei Herrschaften. Die drei Kinder des Herrn Reetzmann. Ja, und ich eröffne Ihnen gleich hiermit, dass wir natürlich selbstverständlich gegen dieses Testament mit allen Mitteln angehen werden. Wir werden es in jedem Fall anfechten. Und außerdem hätten wir natürlich gern, dass Frau Dingenskirchen auszieht. Das sofort am besten. Also, Herr Reetzmann, bitte etwas mehr Respekt gegenüber meiner Mandantin. Ja? Das ist Frau Wirz, ja, und ich sage Ihnen eines, Sie sind ja anwaltlich vertreten. Meine Mandantin, die ja bis hier gewohnt hat, darf auch weiterhin hier wohnen, und zwar mindestens bis zum Abschluss dieses Verfahrens. Nicht wahr, Herr Kollege? Sie haben selbstverständlich recht, Herr Reetzmann, also ein bisschen Geduld. Ja, und im Gegenzug haben wir uns überlegt, dass meine drei Mandanten hier ins Haus mit einziehen, bis es mit der Erbschaft geregelt ist. Genau. Wie bitte? Sie können doch jetzt nicht einfach hier einziehen. Das ist unser Elternhaus. Natürlich können wir hier einziehen. Ja, aber... Also, Hand aufs Herz, Frau Wirz, dadurch, dass Sie hier wohnen bleiben können, dürfen natürlich die Erbaspiranten das Gleiche, das ist ja ganz klar. Ich hoffe nur, dass Sie sich darüber einigen werden, ja, und sich nicht tagtäglich hier die Köpfe einschlagen. Ach, das wird schon. Und natürlich ziehen wir hier ein. Es ist unser Elternhaus. Wir werden einfach in unsere alten Kinderzimmer ziehen. Ja, genau so sehe ich das auch. Und wir achten, lass mich mal reden, wir achten natürlich darauf, dass hier nichts wegkommt. Ja, bloß weil Sie hier wohnen, gehören die Sachen nicht automatisch Ihnen. Ist das klar? Also zum Beispiel die Vase da, ja? Die Vase hat Papa mir vor einigen Jahren geschenkt. Ja, ich habe die bloß noch nicht mitgenommen, ja? Sag mal, Richard, spinnst du? Lass die Vase stehen. Nein, ich wollte, damit die nicht wegkommt, packe ich die jetzt ins Auto. Stell die Vase sofort wieder hin. Das passt mich nicht immer an. Richard, aber wo stell die Vase dabei hin. Sind. Das Bild zum Beispiel, das hat Papa mir geschenkt. Mir. Ich hab's nur nie mitgenommen. Ganz wirklich. Tickt ihr Bein noch ganz richtig? Das geht doch wohl nicht. Ihr könnt doch nicht das ganze Haus jetzt plündern. Stellt alles wieder so hin. Das sehe ich genauso, meine Herrschaft, ein Vorschlag zur Güte. Ja, Sie machen alle, wie Sie wollen, eine Inventarliste. Dann können wir im Nachhinein ganz in Ruhe schauen, wem was gehört, wem was zusteht. Und wir können sortieren. Wenn Sie es bitte wieder hinstellen würden. Gut, dass wir jetzt alle hier einziehen. Dann kann ich euch schön mal auf die Finger schauen. Ich glaub's doch wohl kaum. Also mit denen unter einem Dach zu wohnen, ist die absolute Horrorvorstellung. Die sind missgünstig und geldgeil. Aber wenn die mich jetzt hier rausschmeißen, ja, dann stehe ich da. Ich habe keinen Job mehr. Dann habe ich kein Dach über dem Kopf. Und mit Paul? Ja, und ohne Job gibt mir doch keiner eine Wohnung. Bereits am nächsten Morgen ist dicke Luft vorprogrammiert. Nathalie und die drei Kinder des Verstorbenen inklusive Enkel Lutz versammeln sich zum Frühstück in der Küche. Die Stimmung ist sehr angespannt, zumal Theresa wegen ihrer Migräne kaum geschlafen hat und sich gerne bedienen lässt. Krieg ich auch einen Kaffee? Ja, der ist die Maschine, können Sie gerne nehmen. Können Sie das nicht machen? Nee. Mama, ich will Kakao. Ach, Pupsi, du hast doch schon Cola, das reicht. Aber ich will Kakao. Auch nicht immer so viel Süßkram. Ach, du bist noch traurig wegen Opa. Ich weiß, ich gehe. Machen Sie mal bitte Kakao. Hallo. Ich bin hier nicht mehr angestellt und ich bin auch nicht mehr die Haushälterin hier. Können Sie Ihre Sachen wirklich alleine machen? Ich mach das. Ich gebe dir auch deine Tablette. Das sind nicht die Tabletten, das sind die von Anton. Die Schmerztabletten sind im anderen Schrank in der roten Tasche. Das sehe ich auch, dass das Papas Tabletten sind. Ja, aber schaut doch mal. Du hast doch keine Ahnung von dem Zeug. Die sind aber trotzdem total durcheinander. Guck doch mal. Was meinst du denn? Na, hier zwei, da eine, da zwei. Die gehört da gar nicht rein. Woher willst du das denn wissen? Na, guck doch, das sind ganz andere. Können Sie mir das mal erklären? Ich? Was hab ich denn mit den Tabletten von Anton zu tun? Das macht die Schwester, die ist jede Woche gekommen, hat die sortiert. Also, da müssen Sie die fragen. Ja, nee, ist klar. Schuld sind immer die anderen, nicht wahr? Sagen Sie mal. Sag mir, die werden doch eh weit weggeschmissen. Lasst es doch mal mit den Tabletten. Interessiert euch nicht, ob Papa vielleicht falsche Tabletten bekommen hat? Ist das eklig? Hier ist alles in Ordnung, hast dich verschluckt. Eklig. Dann lass doch mal den Lutz hier in Ruhe. Mein kleiner Lutz. Ich muss jetzt auch los. Komm, lass mich jetzt. Ja. Ich könnte ja wetten, die Nathalie hat da ihre Finger im Spiel. Sich schön an Papa ranmachen, um das Testament zu ändern. Und dann, zack, Pillen vertauscht, Papa tot. Aber das werde ich rausfinden. Als die arbeitssuchende Nathalie am Abend von einem Termin beim Arbeitsamt nach Hause kommt, erwartet sie die nächste Überraschung. Neben Antons Altenpflegerin Dorothea Kasperi ist auch die Polizei anwesend. Hallo? Schönen guten Tag. Ja, Tag, was ist denn hier los? Na, siehst du das nicht? Ich habe die Polizei bestellt. Ja, sie werden Beweismittel gesichert.
Und was machst du hier, Dorothea? Sie haben doch gesagt, dass sie für die Pillen zuständig war. Ja, das ist schon richtig, dass ich die Pillen immer stelle und auch da reinmache. Aber ich habe nicht die verkehrten Pillen da reingemacht. Aber wenn Sie zuständig waren für die Befüllung dieser Dose, dann brauchen wir Ihre Aussage noch. Ja? Das heißt, Sie müssen mal zu unserer Dienststelle kommen und dann eine Zeugenaussage abgeben und auch unterschreiben. Alles ja? klar. Ja, Moment, aber was soll das jetzt heißen, wie zur Dienststelle kommen? Wie wollen Sie die Tabletten jetzt mitnehmen? Die Pillen stellen wir jetzt erstmal sicher. Die bringen wir zur KTU, zur kriminaltechnischen Untersuchung. Ja. Dort müssen wir rausfinden, um was es sich für Pillen handelt und wer und wie was die da reingekommen sind. Sprich, ob die eine Wechselwirkung mit den anderen Tabletten haben und so weiter und so fort. Ja, aber dann hört sich das ja eigentlich fast so an, als ob Sie meinen, dass durch diese Tabletten Herr Rietz mal gestorben ist. Also zumindest ausschließen können wir es nicht. Und genau deswegen nehmen wir die Tabletten jetzt erstmal mit. Ha, das ist doch ein Scherz. Dann wurde ihm doch eine falsche Tablette untergejubelt. Schwachsinn. Mensch, wer macht denn sowas? Das ist doch totaler Quatsch. Tun Sie doch nicht so, Frau Würz. Sie waren das. Wer denn sonst? Ich? Also es bringt jetzt nichts, sich hier gegenseitig Beschuldigung zuzuweisen. Wir müssen erst mal rausfinden, um was es sich für Tabletten handelt und ob die absichtlich in die Dose von Herrn Rietzmann reingefallen sind, beziehungsweise reingelegt wurden. Ja? Bislang haben wir nicht mal eine Straftat. Bislang haben wir einen natürlichen Tod, so steht es auch im leichten Schauschein. Und genau. Bis die Ermittlungen irgendwas anderes ergeben, bleiben wir auch erst mal dabei. Ach was, sie hat doch das beste Motiv. Sie ist von meinem Vater als Alleinerbe eingesetzt worden. Du bist eine Mörderin. Hallo, 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 hallo. Hey. Ja? Also so nun nicht. Schon gut. Das brauchen wir nun nicht. Mann, scheiße. Was mache ich denn, wenn die Tabletten jetzt wirklich durcheinander gekommen sind? Ich muss sofort meine Anwältin anrufen. Am nächsten Tag wird Nathalie ins Polizeipräsidium bestellt. Denn sie wird verdächtigt, Anton getötet zu haben, um mit dem Erbe ihre 25.000 Euro Schulden zu begleichen. Anwältin Brigida Braun sieht die Beschuldigung an den Haaren herbeigezogen, zumal Anton laut Notarzt eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber die Polizei hat neue Erkenntnisse. Unter anderem befanden sich da Tabletten drin, ein sogenanntes Muskelrelaxans. Das sind Tabletten zur Muskelentspannung. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, in der Wechselwirkung mit den Tabletten, die Herr Rietzmann ohnehin bekommen musste, können die ganz erhebliche Folgen haben, bis hin zum Herzinfarkt. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ja, selbstverständlich ist das furchtbar. Aber erstens, meine Mandantin ist nicht verantwortlich für die Tabletten. Sie hat damit nichts zu tun. Zweitens, wir wissen noch immer nicht, ob diese Tabletten todesursächlich waren. Also, das ist richtig. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Und genau aus diesem Grunde wird Herr Rietzmann zurzeit exhumiert, damit wir anschließend eine Obduktion durchführen können. Wie? Das heißt, dass jetzt wieder ausgebuddelt wird und dann... Boah, das ist ja... Nee, das können Sie ja nicht machen. Doch, das müssen wir machen, weil was anderes bleibt uns nicht übrig. Ja, es ist ja, weil es erst ein natürlicher Tod war, keine Obduktion durchgeführt worden. Wir brauchen die aber, um dann tatsächlich festzustellen, ob diese Tabletten todesursächlich waren. Schrecklich. Und ob wir es dann doch mit dem Tötungsdelikt zu tun haben. Mhm. Frau Würz, ich würde Sie im Vorfeld aber mal bitten, wir müssten noch mal sprechen tatsächlich... über die Auffindesituation. Wie genau haben Sie ihn da vorgefunden? Im Bett. Ja, im Bett. War er zugedeckt? Hat er auf dem Rücken gelegen? Ja. Auf der Seite? Hatte er ein Kissen auf dem Gesicht oder sonst nein, was? Irgendwelche Ungewöhnlichkeiten? Nein, er hat im Bett gelegen, so wie man ihm im Bett liegt. Zugedeckt, auf dem Kissen, ganz normal. Also Sie haben sich erst gar nichts dabei gedacht? Nee, natürlich nicht. Gut. Frau Wirth, wann haben Sie ihn denn das letzte Mal lebend gesehen? Na, beim Abendbrot, ein paar Stunden davor. Wir haben Abendbrot gegessen. Da war noch alles in Ordnung. Hat er denn da seine Tabletten genommen? Ja, ja, bestimmt hat er die genommen. Wie bestimmt? Hat er sie genommen oder hat er sie nicht genommen? Das ist wichtig, Frau Würz. Sie hat sie sicher genommen. Sie werden sich doch daran erinnern, vielleicht. Nein, ich weiß nicht. Oh. Sie sagen, Sie waren die Haushälterin. Sie haben sich gerührt gekümmert. Sie waren Mensch, immer um ihn herum. Dann werden Sie sich doch wohl erinnern. Jetzt unterbreche ich das. Das tut mir leid, mit allem Respekt. Sie sehen, in welchem Zustand meine Mandantin ist. Ja. Ich möchte Sie jetzt nach Hause bringen. Bitte setzen Sie die Befragung, wenn sie das noch fortgesetzt werden muss, zu einem anderen Zeitpunkt. Aber für heute, dann bitte. Dann sprechen wir noch mal miteinander, machen gar keine Frage, sehr gerne, aber heute nicht. Alles klar, dann haben wir vielleicht auch schon das Ergebnis bitte der Obduktion. So ist es. Ja? Kein Problem. Danke sehr. Tschüss. Also, dass die Pillen da offensichtlich vertauscht wurden, ja, das ist merkwürdig, das gebe ich offen zu. Aber das rechtfertigt doch nicht die Annahme, dass hier ein Mord vorliegt. Also, das finde ich jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja?
Die Polizei scheint da auch im Dunkeln zu tappen. Das rechtfertigt aber nicht die Art und Weise, wie man mit meiner Mandantin umgeht. Das finde ich skandalös. Ich bin mir absolut sicher, ja, dass sie mit dem Tod des alten Herrn gar nichts zu tun hat. Mann, scheiße. Ich habe da nicht gewusst, dass man so aufpassen muss bei den Tabletten. Was soll ich denn jetzt machen? Mit all den Schwierigkeiten haben Lutz und Paul nichts am Hut und spielen vor dem Haus mit Antons Rollstuhl. Nathalie kommt währenddessen mit Brigida Braun von der Wache zurück. Die Anwältin glaubt an die Unschuld ihrer Mandantin, die plötzlich mit einer Beichte herausrückt. Frau Braun, ich muss Ihnen da auch noch was sagen. Aha, ja, das bin ganz Ohr. Mir sind die Tabletten runtergefallen von Anton. Na und? Naja, dabei sind die natürlich alle auf den Boden gefallen. Ja, ich habe die wieder aufgehoben und wieder reingemacht, aber jetzt habe ich natürlich echt ein schlechtes Gewissen. Wieso denn? Nee, nicht, dass ich jetzt schuld daran bin. Ach Quatsch. Also, dass er gestorben ist, weil ich die Tabletten nicht richtig einsortiert habe. Also die sind vielleicht in Unordnung geraten und Sie haben sie vielleicht nicht ordentlich einsortiert. Aber ich meine, das erklärt doch nicht, dass da die falschen Tabletten drin waren. Außer auf dem Boden lagen welche rum und Sie haben sie mit reingepackt. Das riecht alles nach einem Mordanschlag. Ich meine, Sie waren nicht, Sie haben die Tabletten nicht durcheinander gebracht. Ich meine, die Todesursache kennen wir nicht. Das ergibt erst mal die Obduktion. Aber nach der Gesamtschau der ganzen Dinge liegt das fast auf der Hand, dass da irgendjemand mit voller Absicht nachgeholfen hat. Mein Sohn, Moment, das ist mein Sohn. Paul? Was ist denn los? Was ist denn los? Ach du je. Mann, was? Ach Gott. Sag mal, was macht ihr denn hier für einen Scheiß? Ein bisschen spielen und das. Dann ist der Volle, können die in die Baumgebäude. Ja, Mann, da könnt ihr nicht. Lutz, was ist denn passiert? Gott, Lutz. Sag mal, Paul, jetzt komm mal her. Du Blödmann! Du hast gesagt, er fährt nicht so schnell. Die Bremsen sind kaputt. Was kann ich denn dafür? Ach, komm. Dass er nicht bremsen kann. Oh, ja, wenn meinem Sohn irgendwas passiert ist, werden Sie dafür bezahlen. Ja, jetzt immer langsam. Vorsicht. Ja, und jetzt gucken. Sehen Sie? Noch. Und jetzt? Wenn der sich jetzt was getan hat, was mache ich denn jetzt? Sie macht doch nichts verantwortlich. Sie wissen doch, wie die sind. Der hat doch ein paar blaue Flecken. Mann, die machen auch nur Darüber Mist. Darüber hinaus sind Sie doch dafür nicht verantwortlich. Er hat eine Mutter, die auf ihn nicht aufgepasst hat. Machen Sie sich doch keine Gedanken. Ja. Was mich viel mehr beschäftigt ist, dass offensichtlich an diesem Ding die Bremsen nicht tun. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Der Rollstuhl war eigentlich in Ordnung. Also ich habe einen sehr lieben Freund. Der ist technischer Sachverständiger. Ich rufe den an, der muss sich diese Geschichte da mal angucken. Ja, bitte. Und im Hinblick auf die Tabletten, da sind wir auch noch nicht ganz durch. Ich interview da mal die Altenpflegerin. Mein Gott, bin ich erleichtert, dass ich mit den Pillen und den Tabletten da nichts falsch gemacht habe. Aber es sieht wirklich so aus, als ob Anton irgendjemand was Böses wollte. Ganz ehrlich gesagt, also die Leute, mit denen ich da unter einem Dach wohne, ja, die sind mir überhaupt nicht mehr koscher. Ich bin kurz davor, auf dieses Erbe zu verzichten, meine Sachen zu packen und mich irgendwie alleine durchzuschlagen. Es wird mir alles zu heikel. Am nächsten Morgen besucht Anwältin Brigida Braun Antons Altenpflegerin Dorothea Kasperi. Die Juristin will herausfinden, wer dem Verstorbenen die falschen Medikamente gegeben hat. Da die 50-Jährige für die Tagesdosis verantwortlich ist, hofft sie auf ihre Mithilfe, um sich zu entlasten. Lassen Sie uns das doch mal hier klären. Erzählen Sie mir doch mal. Wie war es denn? Helfen Sie mir. Na, es war an einem Montag, kurz bevor Herr Retzmann gestorben war. Da war die Tochter da gewesen. Ich glaube, sie heißt Theresa. Mhm. Ja, und sie hat mich gefragt über den Gesundheitszustand ihres Vaters und... Ja, das hat sich auch alles ein bisschen merkwürdig angehört, wann er dann endlich stirbt. Fand ich auch so ein bisschen geschmacklos. Sonderbar. Sagen Sie, Sie meinen den Montag unmittelbar vor dem Tod des Herrn Alten? Vor dem Tod, genau. Herrn, ach du je. Sagen Sie mal, aber warum betonen Sie eigentlich den Montag so? Es fällt mir gerade auf. Hat das eine Bewandtnis? Ja, weil am Montag stelle ich für die ganze Woche die Tabletten. Zusammen. Das bedeutet, das Schächtelchen war randvoll sozusagen. Das war randvoll und es könnte sein, aber ich will da auch jetzt niemand verdächtigen, dass sie da was reingetan hat. Sagen wir so, sie hatte Gelegenheit dran zu kommen. Sie hatte die Gelegenheit gehabt, da etwas reinzutun. Das ist sehr interessant. Ja. Haben Sie das noch überprüft, nachdem Frau Retzmann gegangen ist? Nee, das mache ich eigentlich nie. Ich weiß ja, dass alles okay ist. Sie sind ja natürlich erfahren. Ne? Ja. Frau Kasperi,
Danke für Ihre Hilfe, aber wären Sie noch bereit, alles das, was Sie mir gerade erzählt haben, auch gegenüber der Polizei zu wiederholen? Ja, ich denke mal, das wäre schon besser. Ich weiß, es ist unangenehm, aber dann hätten wir sozusagen alles unter Dach und Fach. Also es würde mich nicht wundern, wenn Frau Reetzmann da tatsächlich die Finger im Spiel hätte. Aber Hand aufs Herz, also einem alten Vater Tabletten zu verabreichen, die ihn töten können, das ist starker Tobak. Ich meine, wir sprechen dann plötzlich von Mord.